Wunderschönen guten Morgen, Leute. Es ist außerhalb meiner Komfortzone, was die Uhrzeit angeht. Und heute steht einfach so krank viel an. Ich nehme euch heute so ein bisschen mit. Und als allerersten Terminpunkt heute fahren wir zu MTB Sohn Spree. Da waren wir schon lange nicht mehr. Und es gibt so manche News dort vor Ort. Und ja, das möchte ich mir einfach selber anschauen und einfach mal die Jungs dort besuchen. Also fahren wir mal los. So Leute, wir sind angekommen bei MTB Sohn Spree und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal so eine kleine Runde durch den Laden und im Anschluss verkünde ich euch alle News. Es gibt ja, wie ihr wisst, überall ein paar Rabatte auch, aber hier gibt es eine kleine Besonderheit noch und die möchte ich euch natürlich gerne verkünden. Aber lasst erst mal reingehen, gucken, was so abgeht. So Leute, ich habe mich mal eben hier oben hingesetzt, nachdem ich hier mal allen Hallo gesagt habe und ja, mir die ganzen Neuigkeiten angeschaut habe. Und es sind tatsächlich so viele Neuigkeiten, dass ich mir tatsächlich auch so ein paar kleine Notizen machen musste. Ich war ja viel, 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 viel unterwegs und irgendwie war ich lange nicht mehr hier und bin happy, mal wieder hier zu sein, ein bisschen mit André und dem Flo zu quatschen. Und ja, möchte euch jetzt natürlich alle News verkünden, die es so hier im Laden gibt. Ganz vorneweg, wenn man hier reinkommt, sieht man schon direkt, dass Pivot neu im Haus ist. Das heißt, ihr könnt jetzt auch Pivot-Bikes hier erwerben. Finde ich persönlich mega geil, weil es für mich auch eine Möglichkeit ist, halt an diese Art Räder dran zu kommen. Und ich bin noch nie in Pivot gefahren. Und ich glaube, es werden auch noch ein paar neue Testbikes kommen. Und da dürft ihr euch auf jeden Fall freuen, dass ich nochmal eine ganze Reihe an neuen Bikes testen kann in Zukunft. Außerdem, eine zweite neue Marke ist mit im Game und zwar Trek. Ich persönlich feiere ja die neuen Räder von Trek extrem, weil die das neue Slash und auch das Session ist beides High Pivot. Und da die Michi gerade auch noch ein neues Enduro-Bike sucht, vielleicht ist da sogar was für die Michi dabei und es wird vielleicht ein Trek, wer weiß. Aber die ganzen Bikes sind alle jetzt noch nicht da. Also Pivot steht schon im Laden, Trek ist noch nicht da, dauert ungefähr noch so einen Monat. Und es gab eine Frage, die sehr, sehr häufig gestellt worden ist auf Instagram. Was ist mit dem AM Flow? Ja, AM Flow ist vorbestellt. Die sind auch schon alle verschickt und sind unterwegs. Allerdings wird es ein bisschen dauern. Der Ansturm ist mega, mega groß. Finde ich richtig krass. Also wer von dem Rad noch nicht gehört hat, das ist das Bike, was zusammen mit DJI rauskommt und wo DJI einen Motor gebaut hat. Also krasse Nummer auf jeden Fall, dass DJI in diesen Markt geht. Aber das ist nochmal ein Thema für sich. Was ich allerdings krass finde, ist einfach, dass so viele Leute dieses Rad einfach schon haben wollen. Und voraussichtlich wird es diesen Monat mit den ersten losgehen. Allerdings wirklich unter Vorbehalt, weil der Ansturm auf dieses Rad ist einfach mega, mega krass. Aber ihr könnt hier anrufen und es sozusagen vorbestellen. Und dann werdet ihr angerufen, kommt dann auf eine Liste. Und falls ihr das Rad haben möchtet, dann könnt ihr das trotzdem ja, hier bekommen. Jetzt kommen wir zu dem Thema Off-Season Sale. Wie überall gibt es natürlich auch hier bei MTB Sohn Spree aktuell einiges an Sales. Und zwar gibt es erstmal 50% auf Ghost, also Ghost Bikes 50%. Das ist schon ordentlich.
Da stehen unten Fullies, so zum Einstieg für unter 1000 Euro. Natürlich haben die dann nicht die Top-Ausstattung, aber so für einen Einstieg-Fully, wenn jemand einfach mal anfangen möchte, in den Sport einzusteigen und die Hürde Geld spielt definitiv ja bei unserem Hobby eine Rolle, dann ist es super easy, in dieses Hobby einzusteigen. Das heißt, Ghost gibt es aktuell 50%, auf Highbike gibt es 30%, aber ich darf euch eine ganz besondere Neuigkeit verkünden. Und zwar gibt es bis Ende November, das heißt ab jetzt, wenn ihr dieses Video schaut, gibt es bis Ende November 20% auf alles, was nicht reduziert ist, wenn ihr in den Laden geht und das geheime Codewort sagt. Das geheime Codewort verrate ich euch aber später erst. Dann kriegt ihr nämlich 20% auf alles, was nicht reduziert ist. Das heißt Klamotten, Equipment, Fahrräder natürlich. Und ihr müsst einfach nur in den Laden gehen, das Codewort sagen und dann kriegt ihr 20% auf alles, was nicht reduziert ist. Das ganze Angebot gilt bis Ende November, also den gesamten November durch. Wenn du dieses Video siehst, dann gilt es ab sofort. Und wenn du später das Codewort erfährst, dann kannst du natürlich auch direkt schon los shoppen gehen. So, und das war erstmal genug von den ganzen News. Ich muss mich nämlich jetzt gleich ready machen. Gibt einen KI-Workshop, den ich leite nachher in einer Jugendeinrichtung. Da geht es so ums Thema Aufklärung, Thema KI und so weiter und so fort. Und da draußen steht auch noch der Robert. Mit dem Robert wollte ich auch noch gleich quatschen. Und wahrscheinlich fahren wir morgen zusammen nach Winterberg. Aber ich wollte noch eine letzte Runde gemeinsam mit euch drehen. Hier, die Forbidden-Räder sind schon echt schön, ne? Wenn man sich die mal so anschaut. Die Michi sucht allerdings auch ein neues Enduro-Bike. Vielleicht, wer weiß, kommt da demnächst nochmal was Neues. Das YT Capra läuft aus dem Leasing raus und dann muss das sozusagen weg. Ah, apropos Thema Leasing und so weiter. Hier habe ich ein Plakat noch entdeckt. Heute, altes Bike zu Hause. Tausche es hier ein und nimm ein neues mit. Das könnte natürlich eine Option sein für die Michi. Also wenn ihr gebrauchte Räder habt und oder ein Rad aus dem Leasing rauskauft, was auch immer, ne? Dann, und ihr wollt ein neues Rad mitnehmen, dann könnt ihr hier in Kooperation mit Upway das Rad abgeben, kriegt das sozusagen in Zahlung genommen und könnt ein neues Rad mitnehmen. So, ich muss jetzt gleich mal den André finden, weil ich hätte eigentlich gerne noch ein Mudguard und neue Bremsbeläge für Swoopy, weil ihr wisst ja, die ist ein bisschen am Quietschen. Neue Scheiben schickt der Thomas mir und die Beläge sollte ich aber auch noch am besten mitnehmen. Naja. Guck mal Leute, wen ich aufgegabelt habe. Hallöchen. Den Robert. Wir fahren so ganz zufällig. Ja, wir fahren morgen nach Winterberg übrigens. Hat sich gerade bestätigt. Und dann werden wir nochmal das Swoopy testen. Der Robert ist ja auch schon gespannt. Ja. Und ja, wir kehren dem Laden jetzt den Rücken und lassen unsere Autos da kurz stehen und gehen jetzt was essen, bevor ich dann weiter muss zurück nach Bergstadtbach, wo es dann direkt ja, weitergeht. Was hast du heute noch vor? Hast du einen gechillten Tag? Nee, ich habe jetzt gleich auch noch ein bisschen was vor. Ah. Zu Hause, ich muss noch mal einen Rechner, ein bisschen Büro machen. Mhm. Und ja, selbstverständlich halt. Ja. Ne? Selbstverständlich, so ist das. So, Freunde, wir sind zurück im Auto. Der Grieche, wo wir hin wollten, der hatte leider zu. Jetzt mussten wir echt noch einen Ticken weiter laufen. Aber nicht so schlimm. Ich habe mir Mudguard hier besorgt für Swoopy morgen im Park. Und ich muss euch ja noch den Code verraten. Der Code, wie hätte man noch anders raten sollen, ist DAYA20. Und mit DAYA20 bekommt ihr auf alle nicht reduzierten Teile hier bei MTB So und Spray bis Ende November 20% Rabatt. Das heißt, auf Teile, Klamotten, und natürlich Bikes, das heißt, wenn ihr jetzt noch auf der Suche seid nach einem Bike für ja, die Off-Season, ein E-Bike zum Beispiel oder auch einen Schnapper machen wollt bis
zur nächsten Saison, dann kann ich euch empfehlen, schaut mal vorbei und vielleicht ist für euch was dabei. Lasst gerne ein Abo da, wir sehen uns in den nächsten Videos. Daya 20 bei MTB Sohn Spree. Einfach vorne am Empfang nennen, dass ihr das Video gesehen habt, dass ihr diese 20% Rabatt haben solltet. Falls da irgendwas nicht laufen sollte, falls irgendwie ein Mitarbeiter nicht eingeweiht ist oder so, dann verweist ihr einfach auf den André oder den Flo, die wissen Bescheid. Der Flo ist hier der Chef und die wissen auf jeden Fall Bescheid. Bis zum nächsten Video, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.